Ich brauche nur was, damit ich sehe, wo die Gegner sind. Das ist das Problem. Das ist ein Wolf. Muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Da sind die Orks. Und jetzt sagt mir einer, wie ich an diesen bekackten Orks vorbeikommen soll, hä? Mann. Okay, wir gucken, ob da irgendwo Orks sind. Da ist die einzige Lücke. Okay, lauf auf das Zeug hin. Fuck. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. What the fuck? Fuck. Oh mein Gott. Ja! Du hattest verdammtes Glück, als du reingekommen bist. Um ein Haar hätte ich dich erschossen. Dann sollte ich wohl froh sein, dass du so gute Augen hast. Spar dir deine Sprüche. Rede mit Zengrad, wenn du was willst. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Gott, so scheiße, ey. Okay, puh. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Boot hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von zwei Rittern bewacht wird. Wo gibt's hier Ausrüstung? Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Zeig mir deine Spruchrollen. Boah, okay. Kohle, ein paar Dinger hier, Blitzschlag und keine Ahnung was, ist eigentlich alles relativ egal. Und den Trank würde ich gerne haben. So, Schuss. Stärkebonus 10, Bams, will ich haben. Wert 10, okay. Ich guck erstmal, wie viel die Rüstung kostet. Einen Moment. Ich weiß, wo es die gibt. Ich werde das als allererstes machen, denn die Rüstung ist das Wichtigste überhaupt. Danach kommt der Gürtel. Der Typ müsste eigentlich gerade am Schlafen sein oder so, ne? Engor? Ne, Pala. Hier müsste der eigentlich sein. Aber natürlich ist er weg. Hm. Wir erinnern uns, wir sind hier mal durchgelaufen, als wir hier alles ausgelöscht haben. Ach ja, ja, okay, die Burg, die sehen wir jetzt nur so halb, da es gerade dunkel ist. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal eben schlafen gehen, würde ich sagen. Nee, ich gehe erst zu dem Typen, zu dem... wie hieß der Typ nochmal? Der hier, das ist Garond, genau. Oberbefehls... Halt! Wer bist du? Viel wichtiger ist die Frage, wo ich herkomme. Ich bin über den Pass gekommen. Also willst du mich jetzt aufhalten oder kann ich rein? Konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du rein. So. Hier können wir auch noch. Hier haben wir Gomez gekillt. Nicht wahr? Garond. Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Ich bin über den Pass gekommen. Über den Pass? Du hast es tatsächlich geschafft? Bei Inos. Wie lautet dein Befehl, Soldat? Ich komme von Lord Hagen. Er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden? So hatte ich mir das vorgestellt. Er will also einen Beweis. Den kann er haben. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Hör zu. Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Okay. Was soll ich für dich tun?
Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich brauche Ausrüstung. Kläre das mit Tandor. Er wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Aber warum ausgerechnet ich? Weil du einen Weg durch die Orkreihen kennst. Meine Jungs wären da draußen hoffnungslos verloren. Du hast es hingegen schon einmal geschafft, durchzukommen. Das macht dich zum besten Mann für diesen Job. Wo finde ich die Schürfstellen? Hier, nimm diese Karte. Dort sind die 2 Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schürfstellen befinden. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parzival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Wie ist die Situation? Du solltest losziehen und die Schürfstellen aufsuchen. Ich brauche dringend Nachricht über den Stand der Erzförderung. Denkst du, mache ich nicht. Wie gesagt, das sind jetzt die Aufgaben im Minental, wofür ich stärker sein will. Ihr habt gesehen, was die Orks bei mir anrichten. Ich bin denen ganz knapp entkommen. Ich werde mich jetzt einfach irgendwo schlafen legen und dann, ich will mir eigentlich nur die Rüstung abholen und mal eben so ein paar Waffen gucken und ja, und dann will ich auch schon wieder hier raus, denn ihr merkt schon, das ist ein bisschen Hardcore hier. Ich werde das erst später machen. Wieso wachen die nicht auf? Hala, wach mal auf. Danke. Lalalala. Ich bin schon Arsch, ne? Für den König. Jetzt stand er da die ganze Zeit. Nein, nicht wieder hinlegen. Ende. So. Ich speichere mal eben ab. Ich habe keine Erfahrung bekommen von denen, fällt mir gerade auf. Was soll denn der Scheiß? So, und Engor müsste jetzt eigentlich wieder da sein. Engor, bist du da? Wo ist der? Hä? Was soll denn der Scheiß? Für den König. Hey, du. Was willst du? Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ja, Entschuldigung. Ich will eigentlich nur... Wird sich das jemals ändern? Wie läuft die Arbeit? Ich schmiede die Waffen für die Ritter der Burg. Seit wir hier sind, bin ich vollauf damit beschäftigt, neue Waffen herzustellen. Und die werden wir brauchen. Diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen sind. Hey, Parlaf, mach die Klingen ordentlich scharf. So ein Ork ist verdammt zäh. Bei mir erfährt keiner was. Ich will eigentlich Schmiederolingen kaufen, aber gut, dann eben nicht. Ey, wo ist denn der Typ hin? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Hier müsste, rechts, um die Ecke. Da, jetzt ist er, glaube ich, da. Ja, Engor. So, du bist also der Typ, der es über den Pass geschafft hat. Ja. Schön, ich bin Engor, der Verwalter dieser Expedition. Glaub mal ja nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Aber wenn du Gold in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Hast du was Interessantes für mich? Ich kann dir eine bessere Rüstung besorgen, eine schwere Milizrüstung, wenn das für dich interessant ist. Kostet natürlich eine Menge. Also besorg dir das Gold, dann kriegst du die Rüstung. 2500 Gold. Zeig mir deine Ware. Okay, ich hab genug. Ah, ich dachte gerade schon, ich hätte nicht genug. Okay. Ring der Unbezwingbarkeit. Ganz egal. Die Landkarte will ich haben. Rohstall will ich auf jeden Fall haben. Was kann ich verkaufen? Ja, erstmal die dummen Waffen hier. Die auch. Auch so. Ja, was kann ich noch verkaufen? Ein goldener Ring, warum nicht? Sumpfkraut brauche ich auch nicht. Säge brauche ich auch noch, wahrscheinlich nur eine höchstens. Ja, die Felle, die Wolfsfelle kann ich. Ach nee, kann ich nicht. Ach, verdammt. Ja, Moment. Dietrich, Keilerfell, Schlüssel, goldene Schale, warum nicht? Goldbrocken, warum nicht? 2 Hammer, warum nicht? Wertvolle Innerschatte für 15, ja, leckt mich doch. Zange, Gletscherquarz, brauche ich vielleicht noch. Die Kreuzdinger kann weg. Gut. So, jetzt würde ich mal eben
Gib mir die Rüstung. Hier, bitte. So. Als allererstes anziehen. Sofort. Der Unterschied. 40-40 und jetzt 70-70-10-10. Oh, Leute, ist das wunderbar. Immerhin. Zeig mir deine Ware. So, jetzt kann ich erstmal die leichte Rüstung verkaufen für gerade mal 90. Okay, ein bisschen erbärmlich, aber gut. Ja, jetzt gucke ich mal eh, wie viel Geld in den Säcken drin sind. Naja, nicht wirklich viel. Hab ich die Karte schon gekauft? Ach, Moment mal, Garons Minenkarte. Die reicht ja schon völlig aus, glaube ich. Oder? Ja, die reicht schon völlig aus. Ich brauche keine Karte mehr.